Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Raft. So, ich habe mich schon mal auf die Insel wieder begeben. Jetzt wollen wir noch mal gucken, dass wir den Schatz hier noch mal heben. Ja. Ich habe dich diesmal gehört. Und der hatte nur noch einen Schlag gebraucht. Na gut. Ja, und beim Looten kriege ich einen Stein auf den Kopf. So muss das, so muss das. So, aber wir wollen jetzt hier einmal... den Schatz haben. Ja, komm, gib mir noch mal einen auf den Kopf. Und dafür habe ich mich jetzt so doll angestrengt. Egal. Nimm wir so hin. So, dann packe ich mir jetzt hier mal ein Zieglein ein auf den Weg. Denn ich habe mir jetzt überlegt, gut, wenn wir jetzt hier sowieso schon so viele Ziegen haben, wir holen uns noch einen weiteren Begleiter mit dazu. Das heißt, mal gucken, damit die mit der Milchversorgung auch mal ein bisschen besser aussieht. Und eben, na, da ist das Lama. Eben war hier nämlich noch irgendwo ein Zieglein, ganz in der Nähe. Hallo Vögelein. Ah, da unten ist es. Neben dem Lama. So. Dann tragen wir dich einmal an Bord deines neuen Zuhauses. Oh, da freut sich hier mit dem Schwänzchen hier. Ja, das Blöde ist, ich sehe jetzt halt nur kaum was. Da hängt mir irgendwie so ein Horn im Kopf. Aber ist ja nicht weiter wild. Tür habe ich auch aufgelassen. Wunderbar. Oh, und Willi will heute auch nichts essen. Also gut, der ist heute auf Diät. Dann wollen wir dich jetzt einmal kurz zu deinen Freunden bringen hier. So. Jetzt haben wir zwei kleine Zieglein. Ich hatte jetzt auch den Schmutz schon mal in zwei weitere eingesetzt. Ich denke mal, bis jetzt sieht es sehr grün aus, dass das noch dicker ausreicht. Mal sehen, wie viel wir jetzt noch machen können. Oh, das ist gar nicht fertig geschmolzen. Jetzt könnte ich mir jetzt noch mal ganz gaudi schnell die Eimerchen holen, die ich hier noch vorbereitet habe. Einmal durchmecken und wir könnten eigentlich auch den Anker wieder lichten. So. Einmal Milch und zweimal Milch. Dann kann ich die nächste nämlich auch mit der Milch kochen. Das ist gar nicht so verkehrt. Und dann können wir jetzt auch weiter bauen. Ich habe jetzt auch nochmal unten die Sammelnetze abgetragen, damit sie wieder voll sind. Ach nee, halt nicht. Kommen wir hier jetzt rein. So. Ich weiß gar nicht, was konnte ich alles aus Milch kochen? Oh, gibt doch einiges. Gibt doch einiges. Aber drei Stück bräuchte ich im Endeffekt sowieso an Ziegen, nicht nur zwei. Ich denke mal, das dürfte nachher auch ausreichen. Aber schauen wir mal. So, wir treiben wieder, wir treiben wieder. Wunderbar. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Wo kann ich noch was abnehmen, wo nicht? Ich glaube, hier hinten können wir erstmal die kleineren Dinger hier schon mal abnehmen. So. Damit wir hier dann auch wieder ein paar Nägel reinkriegen. Ich wollte mir nicht so viele bauen. So, hier auch nochmal. So, bei den anderen muss ich da hinten aber vorsichtig sein, weil da steht ja nochmal ein bisschen was anderes drauf. Wenn wir dann erst oben wegnehmen und dann unten. Ja, aber einmal kann ich noch, ne? Ja, einmal kann ich noch locker blockig wegnehmen. So. Und den hier auch noch. Ja, wunderbar.
So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir jetzt hier noch. Nein, weit komme ich jetzt nicht rein und ich müsste sowieso dann auch zwei höher setzen. So wie es aussieht. Das ist ja kein Problem. Denn ich will ja hier hinten auf jeden Fall auch nochmal oben einen drauf haben. Ne? Und dann wollte ich es jetzt erstmalig nur bis hier hinten hinsetzen. Das heißt, ich brauche hier noch einen, ne? Ja, ich brauche hier noch einen. So. Gut. Dann brauchen wir hier noch einen. Jetzt sind mir schon die Nägel ausgegangen. Na gut, ein bisschen was kann ich noch an Schrott opfern. Kriegen ja auch wieder ein paar Nägel zurück. Also ich denke mal, das dürften mit den Nägeln, die ich jetzt da habe, gut noch ausstraffieren können. Oder auch nicht. Na, wir sind schon die günstigen hier. So, hier nochmal und hier nochmal. Na, vier brauche ich noch. Vier brauche ich noch. Brauche ich sechs. Gut. Dann können wir das jetzt schon mal alles auskleiden. Das wird er ja jetzt sowieso am meisten Holz brauchen. Fange ich jetzt erstmal unten an. Einmal auszukleiden und dann drehe ich das auch immer schon gleich um. Ich bin mal gespannt, wie viel Holz danach noch übrig bleibt. Weil die Zahl geht immer weiter runter. Aber gut, wer halt ein kleines Boot haben möchte, der muss halt auch dafür schuften. So. Müssen wir auch langsam anfangen mit der Beleuchtung. Weil es ist ja hier auch arg duster unten, ne? Oder in den Zwischenräumen prinzipiell dann auch. So. Dann hier nochmal rum. Oh ja, das ist jetzt aber einiges an Holz. Gut, hier nochmal. Und dann haben wir die Seite schon mal soweit fertig. Weil ich weiß noch nicht, ob ich hier hinten mir vielleicht ein größeres, also vom Volumen her einen größeren Raum gönne. Mit einer großen Wand halt. Deswegen machen wir das erstmal bis hier. Jetzt muss ich oben noch den Kommandostand ansetzen. Weil dieser muss ja jetzt auch gemacht werden. Jetzt kann ich ihn aber nur von hinten erstmal machen. Oh, ich bin schon wieder am Verdursten. Eieieiei. So, jetzt aber nochmal weiter. Ich eigentlich nicht so eine Angst haben, hier runter zu fallen. Und fall runter. Ja. Sachen gibt's. Oh, 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 oh. Obwohl, nee, nee, hier oben ist eigentlich okay, aber da muss ich vorsichtiger werden. Eigentlich okay, aber ich weiß noch nicht. Ich muss dann nochmal den Bauplan studieren. Nicht, dass ich mich jetzt wieder aus dem Kopf verbaue. Das ist ja schon mal vorgekommen. Gut, ist jetzt momentan sowieso nicht so schlimm mit den ganzen Mods, die ich jetzt drauf habe. Also ist relativ schnell wieder reingeholt, das ganze Holz.
Aber verzögert halt trotzdem so ein bisschen. Das muss ja nicht sein, weil ich muss es ja dann wieder abreißen und kriege dann halt nur, ja, noch nicht mal die Hälfte wieder. So. Ja, hier sind jetzt noch welche, die zugemacht werden müssen. Gut. Ja, eigentlich kann ich ja hier schon mal anfangen zuzumachen. Jetzt darf ich hier bloß nicht mehr runterfallen. So. Ey, wie schnell man mal 1000 Holz los wird. Oh, oh, oh. Nee, der ist auf jeden Fall falsch. Der muss wieder ab. So, weil hier hinten wollte ich das dann halt auch noch mit Seilrutsche machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das dann hier noch eingearbeitet kriege. Ob ich das hier mit eingearbeitet kriege. Aber so im Großen und Ganzen schon mal nicht verkehrt. Sieht schon mal ganz cool aus. So, jetzt können wir ja hier unten die ganzen Streben schon mal raushauen. Kriegen wir auch Holz wieder. Und die Nägel, die ich dafür verwendet habe. Wobei, die letzten lasse ich nochmal drin. Die bringen mir jetzt sowieso noch Stabilität und... Ach, jetzt habe ich noch einen Nagel gebaut. Oh, 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 oh. Ja, das kommt, wenn man nicht nachdenkt. So, hier nochmal. Hier auch nochmal. Eigentlich nur das Einzige, was jetzt nicht so richtig jetzt wegen der Größe des Bootes passt, ist jetzt das Segel. Da hätte ich zwar gerne noch irgendwie ein größeres oder so. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich das jetzt andeuten könnte. Da wir sowieso eigentlich eher so eine Art Motorboot sind. Paddelboot nennen wir es mal eher so. Deswegen, ja, ist so ein bisschen tricky. So, und das Ding muss ich dann auch noch versuchen, hier irgendwie gut zu kaschieren. So, jetzt kann ich hier unten schon mal fast alle rausnehmen. Bis auf die hinterste Reihe. Und dann müssen wir uns langsam, aber sicher auch langsam um Licht kümmern, weil es ist hier wirklich sehr dunkel drin. Gerade in der Nacht. Ich habe jetzt auch nicht viele Fenster eingebaut, ja, aber... Die bringen ja nur tagsüber was. Ich möchte das hier halt so richtig schön kuschelig haben. Und ich finde die Metalllampen halt dafür echt am geilsten, weil die geben so richtig so das Schiff-Feeling. Was ich auch im Lager so ein paar einfach mal hingesetzt habe. Die geben halt so richtig schön, dass dieses Feeling so, ja, du bist auf See, du hast jetzt so eine schöne Öllampe. Hm. So ein bisschen wärmendes Licht. Zum Glück machen die Lichterketten nicht noch mehr Licht. Obwohl, wäre eigentlich auch ganz cool, aber ja. Jetzt haben wir das erstmal. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier... Ey, das sieht ja schon mal Hammer aus. Mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen mit unseren jetzigen Ressourcen. Weil ich muss ja jetzt sowieso nochmal einen Raufweg möchte ich haben. Und ich möchte auch nochmal, also einen direkten Raufweg. Das heißt, ich würde jetzt quasi das erstmal hier wieder, ne, so ansetzen wollen. Das heißt, ich muss hier nur die zwei über mir freiräumen. Also sprich, so wie wir es hier gemacht haben. So. Jetzt muss ich aber auch den richtigen erwischen. Ich hoffe mal. Gucken, ja. Jetzt ist mir schon wieder die nächste Steinaxt kaputt gegangen. Na gut, aber Steine habe ich ja auch genug. Jetzt einmal hier noch den nächsten erwischen.
Den auch nochmal weg. Gucken, ja, passt. Jetzt haben wir es mal andersrum gemacht. Normalerweise baue ich ja immer erst die Leitern und dann... Aber diesmal machen wir es andersrum. So, jetzt kommen wir schon mal aufs mittlere Deck nochmal. Und jetzt will ich jetzt hier... Jetzt muss ich gucken, dass ich das hier jetzt direkt darunter nochmal hinsetze. Damit man quasi hier sozusagen wendelmäßig nach oben kommt. Jetzt muss ich nur gucken, dass das auch wirklich, wirklich, wirklich passt. Ja, passt. Das heißt, hier kommt jetzt der nächste rein. Ja. Und dann sind wir ganz oben. So, und hier müssen wir das selber auch nochmal machen. Das heißt, hier reiße ich mir auch nochmal wieder die 4 raus. Ja, wunderbar, passt. So, und dann können wir jetzt hier... Oh, 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 jetzt habe ich es auch noch falsch rumgesetzt. Oi. So rum musst du. Und so rum. So, das heißt, hier kommen wir jetzt immer nach oben. Können eigentlich auch noch genug sehen. Ja, ist okay. Müssen eigentlich nur größtenteilig diese Ecke hier rüber sehen können. Wenn hier hinten noch irgendwie was zugestellt ist, ja, das ist okay, nicht schlimm, ne? Bin sogar am Überlegen, dann hinten vielleicht die Segel dann hier hinten hinzuhängen. Jetzt muss ich nur überlegen, also hier oben soll ja auf jeden Fall noch zugemacht werden. Ich bin nur am Überlegen, ob ich die Küche vielleicht doch nochmal höher ziehe oder nicht. Na, weil das wäre ja schon nicht verkehrt. So, aber wir hatten... Jetzt will ich das nämlich mal ausprobieren. Ich hatte das ja mal gemacht. Jetzt muss ich erstmal runter zu den Lagern. Hatte ich, glaube ich, hier schon reingeschmissen. Ja, genau. Hier haben wir nämlich noch eine Halterung für Seile. Damit man dann vielleicht schneller runterkommen kann. Das werde ich jetzt zwar nicht so häufig benutzen, aber... Es wäre schon nicht verkehrt. So, und jetzt habe ich das Treppenhaus mal anders benutzt, als es eigentlich gedacht ist. Jetzt bin ich nur am Überlegen, ob ich das jetzt hier vielleicht so aufstelle. Damit ich dann halt hier so direkt runter sliden kann. Machen wir mal Testbau. Machen wir erstmal einen Testbau, weil wie gesagt, mit den Dingern habe ich noch nicht rumgespielt. Dann ist auch die Frage, müssen wir es vielleicht doch nochmal höher setzen? Das heißt, noch kann ich ja höher bauen, aber lohnt es sich und nicht, ne? Das ist so die nächste Sache. So, wo ist denn das jetzt? Seilrutsche? Ah, hier ist die Seilrutsche. So, dann bauen wir uns jetzt noch eine. Seil ziehen. Aha, okay. So, dann wollen wir nochmal gucken. Ab wann? Am liebsten wäre mir es ja, wenn wir jetzt sozusagen bis hier vorne irgendwo hinsetzen können. Dann wäre das nicht so ganz im Weg. Aber natürlich dann auf dem Boot, ne? So. Probieren wir mal aus. Ich weiß nämlich nicht, wie weit man jetzt ziehen kann. Snappen tut er schon mal nicht. Na gut. Das heißt, ich muss ja jetzt erstmal wieder hoch. So. Seil loslassen. Ja, es klappt. Hui! Eigentlich gar nicht so verkehrt. Eigentlich gar nicht so verkehrt. So, jetzt möchte ich aber trotzdem mal gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Kann ich das auch hier hinsetzen? Damit man mal eine richtige Strecke hat. Die Seilrutsche zu benutzen. Das wäre ja natürlich mega. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, wird schon grün. Ja, Tatsache.
Ja, das ist doch schon viel cooler, wenn wir das bis zum ganzen Boot nach vorne. Kommen wir direkt zu den Tierchen. Ja, das ist cool. So, das machen wir dann Ganze noch zweimal. Natürlich jetzt auch noch auf die andere Seite. Das muss ja jetzt hier auf beiden Seiten sein. So, Seil ziehen. Ah ne, klappt nicht. Ich muss es loslassen, weil ich muss ja erst das Ding hier hinstellen. Na gut, ich kann es auch anders verbinden. Ist ja kein Problem. So. Seil ziehen. Seil loslassen. Schade, dass man mit dem Ding leider nicht motorisiert nach oben fahren kann. Das wäre nochmal mega cool, aber das ist auch schon nicht schlecht. So komme ich jetzt immer von hinten ganz schnell nach vorne, wenn ich oben bin. Ich glaube nicht, dass ich das so häufig nutzen werde. Aber so zwischendrin, ja, warum denn nicht? Hui! Macht eigentlich übelst Laune. So. Und selbst wenn ich springe, kann nichts passieren. Ich lande auf dem Boot. Optimal. So, da vorne haben wir jetzt noch eine Insel. Komm. Da vorne haben wir jetzt noch eine Insel. Das heißt, ich werde mir mal kurz nochmal was trinken. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Hungern. Oh, oh, oh. Na, aber soweit kein Willi da, der mich ärgern will. Sitzt zwar ein bisschen weit weg, aber egal, wir brauchen Titan. Und ohne Titan geht das nicht. Also wenn da das Boot fertig ist und mir fehlt immer noch Titan, dann werden wir auch die Motorkraft benutzen. Deswegen, ich hau auch schon immer schön fleißig Blümchen in die Bio-Dinger rein, damit sie ein bisschen schon verarbeitet werden können. Glas haben wir auch noch genug für die Honiggläser. Ist auch kein Problem. Aber na gut, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ja, das ist wieder die andere Insel gewesen. Langsam weiß man, wo das so ungefähr ist. Na? Hier ist es. So. Jawohl. Noch ein Aktenkoffer. Besser hätte es nicht sein können. So. Ein Titanerz. Na gut. Doch. Der Safe ist ein bisschen besser. Gut. Dann schwimme ich jetzt nochmal wieder zurück ans Bötchen. Na, vielleicht doch die Segel nach hinten, vielleicht dann auch einfach mal ein paar mehr Segel ransetzen, auch wenn es nur Deko ist, weil mehr als ein Segel bringt ja nichts. Das eine Segel zieht ja schon das kleine Boot hier. Zumal das wird ja jetzt auch immer voller gestellt. Und dann macht so ein kleines Segelchen hier, ne? War sogar am Überlegen hier an den Seiten die Segel hinzusetzen, aber da muss ich immer zu viel hier rüberlaufen. Ist halt auch nervig. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Also, schaltet wieder ein und bis denn!